Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es fängt mit unserem neuen Let's Play an. Ja! Hallo Lotte! Hallo David! Und hallo Pikachu! PKP! Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel erkannt habt. Ja, es ist war halt mal früher so ein Ding. Nischiges, altes Spiel, was so der ein oder andere vielleicht in der Jugend mal gespielt hat. Oi! Hallo Pikachu! Allein hallo! Schön, dich kennenzulernen! Aber allein die Musik, ne? Oh. Ja, oh, es ist so schön! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon! Mein Name ist Eich. Aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Ich lese jetzt nicht alles vor, ne? Ist euch klar? Nee, vielleicht am Anfang jetzt, ne? Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und egal, wie lang ich vorlese, Professor Eich spricht trotzdem weiter. Das ist vielleicht die Kompensation, weil wir ihn nicht hören, ne? Ja. Ja, Freunde, ne? Man kennt das ja wohl früher. Früher hat es auch keiner vorgelesen. Lest mit? Ne? Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere. Nein, das darf so eigentlich nicht sein. Ich habe mein Leben zum Beruf gemacht und studiere. Ja, Pokémon. Ja, schon. Das Fach ist doch erstmal egal. Nee, ja, aber Pokémon ist echt eine Ausnahme. Nicht jeder ist so gegen Studieren. Ich soll was über mich erzählen. Sehr gern. Sehr, sehr gern. Boah. Ja, und jetzt haben wir gleich die erste Entscheidung. Ne? Sollten wir vielleicht auch gleich schon mal sagen. Das Spiel ist das allererste Pokémon-Spiel auf einer Konsole am großen Bildschirm. Ja. Und wir werden das Koop-Spiel Lotte wird mitspielen. Ja. Und zwar können wir, so viel habe ich gelesen, sobald wir den Pokédex haben, kann Lotte dann einsteigen mit dem zweiten Controller. Ich habe hier schon alles vorbereitet, der liegt schon da. Oh yeah. Und deswegen würde ich sagen, stört sich, wenn ich ein Bubenspiel? Nö. Und du kommst dann als Mädchen dazu. Können wir machen. Aber es ist wirklich völlig frei. Also du kannst auch ein Mädel spielen, wie ich du weiß, möchtest. Aber dann bist ja du der Bube. Ja, findest du nicht gut. Ich glaube, ich kann hier schön auf den Arsch schauen, wollte ich gerade sagen, bis ich gemerkt habe, die sind 10. Das machen wir nicht. Gott sei Dank hast du es erst gemerkt und dann nochmal gesagt. Andersrum wäre ja gruselig. Nee, das wäre nichts. Cringy gewesen. Sagt man, glaube ich, heute. Oder auch schon wieder nicht mehr. Wir hatten es vorhin schon drüber, David und ich, off-camera, sag ich ja gerne, auch wenn man uns echt nicht sieht, ne? Dass man, glaube ich, die ganzen coolen Sachen, also diese hippen Sachen schon gar nicht mehr sagt. Und wir gar keine Ahnung mehr haben, was die Jugend eigentlich so spricht. Was gerade auch ganz gut ist. Hilfe! Okay, so, erste Anfangsschwierigkeit. Ich brauchte dann plötzlich doch den zweiten Controller nochmal dazu. Sehr gern. So. Ja. Ja. Das ist, stimmt so. Genau, und weil dann eben automatisch der zweite Spieler dann das andere Geschlecht hat, mussten wir uns jetzt schon entscheiden. Sonst wäre es egal gewesen, ne? Ja. Also sonst hätten wir gar nicht drüber gesprochen. Genau. Aber es ist vom Spiel so, dass der zweite Spieler, der ins Spiel kommt, immer das gegensätzliche Geschlecht hat. Ja. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Ha, klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Das hat mir schon immer, wie das zusammenpasst, aber gut. Ja, es klingt auch gerade als ein bisschen gruselig, aber okay. Wie heißt er noch gleich? Nestle. Nein, hast du eine Idee für uns? Oh, ich muss mal ganz kurz überlegen. Jetzt so wie nennen wir einen Schuft? Ist ja ein Bösewicht, unser Rivale. Da gibt's so schöne Sachen, aber heute, also ganz aktuell, ja, haben wir ja heute
in unserer Weihnachtsessen-WhatsApp-Gruppe gelernt, dass Speckbohne ja ein wunderbares Schimpfwort ist für jemanden. Also wie wär's denn, wenn wir den jetzt ganz tagesaktuell Speckbohne nennen? Speckel ist aber auch schön. Der kleine Speckel hat schon wieder genervt. Speckbohne, da ist gleich jeder Respekt flöten, ne? Mir gegen die Speckbohne. Aber ich finde, es ist jetzt sogar noch lustiger als heute Morgen beim Schreiben. Er heißt also Speckbohne? Ja! Ja, natürlich. Natürlich, das ist Speckbohne. Wie konnte ich das vergessen? Das stimmt, also das kann man nicht vergessen. Unmöglich. Es ist Zeit, David. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet. Das ist so lustig, weil er jetzt David stand. Das ist halt so, als würdest du jetzt mit dir selbst sprechen. Los geht's, David. Jetzt, let's go. It's me, Pikachu. Ich habe gerade meinen Controller zum Bildschirm gehalten und dann ist der Pikachu reingesprungen. Hat wieder keiner gesehen. Nee, hat wieder keiner gesehen. War bestimmt aber sehr notwendig. Die Musik schön. Ich würde die gern komplett auf. Ich würde die gerade gerne am liebsten durch die komplette Wohnung schallen lassen. Aber dann übersteuert ja alles und meine Ohren bluten oder so. Aber, aber es wäre schön. Ich finde es total süß, wie hier eine kleine Switch steht. Ja. Es ist halt jetzt damit, da können wir uns das einmal besser vorstellen. Wir sind ja jetzt in die Welt geschlüpft, ne? Und wie geil das da jetzt... Kannst du mal nochmal da außen dran gehen dann? An den Rand gerade, dass es immer noch so ist, dass... Nee, hier in die linke Ecke. Dass da außen nichts ist. Also, dass es immer da aufhört wie damals. Voll geil. Es ist ein bisschen ungewohnt, nur mit einer Hand zu spielen. Ja, ich dir den Controller mopse, sobald wir den Pokédex haben. Da ist eine E-Mail von Speckbohne in deinem Posteingang. What have I done? Aber hey, David! Hier steht das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst, um mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Speckbohne. Musst du den A-Knopf drücken. Das ist jetzt schon gelogen. Also Speckbohne ist ein richtiges Arschloch. Ist ein Lügner. Es ist ein Arschloch, ja. Wirklich. Ja. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf, das stimmt ja alles nicht. So, wie kann ich denn jetzt aber wirklich mal hier das Menü... Ah, hier ist das Menü. Ich will nichts verbinden. Wie komme ich raus? Hilfe. Beenden B. Ja, ich habe hier kein B. Das ist so, hier. Und ich habe noch nichts außer speichern. Ich speichere. Hey, ja, speichern, das war ja eh so ein Ding. Immer speichern, weil man wusste ja auch nie, wann geht die Batterie aus damals, ne? Die Nummer ist 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ist das jetzt fatal? Kann uns jetzt irgendjemand alles kaputt machen? Boah, das ist ja gemein. Schau mal, links unten steht jetzt genau das Datum und die Uhrzeit, wann wir spielen. Das heißt, ja. Die Leute wissen immer ganz genau, wie knapp wir dran sind oder wie lange. Es ist ja gar nicht 18 Uhr bei denen. Verräter. Ja, Freunde, das ist manchmal... Ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Der David, der zaubert da einfach uns durchs Raum- und Zeitkontinuum. Aber wir nehmen ja manchmal schon ein bisschen von vorne an. Ich glaube, Speckbohne kommt zu Besuch. Oh, das will doch keiner. Bist du schon auf dem Bein, David? Ich komme hoch. Der hat nicht angeklopft, ne? In dem Alter nicht anzuklopfen. Nee, Heieiei. Aber immerhin hat er hochgerufen, bevor er dann hochgekommen ist. Müssen wir ihn jetzt eigentlich noch gerne haben, weil... Das ist unser Gegner in der Top 4 eigentlich, ne? Ja, und also es ist ja auch durchgehend dann eigentlich unser Gegner, oder? Aber... Ja doch, die haben wir gesehen. Da hast du Blödsinn erzählt. Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Ja, hau ab. Sehr gut. So, jetzt quatschen wir mit der Mama und hat die in der gelben Edition auch schon Geld für uns gespart oder kam das dann erst in der goldenen?
Denn so vom Stand her, das ist ja jetzt die gelbe. David hat schon die alten Alpen gespielt. Also David hat, was hast du, blau und rot? Ja. Oder hast du tatsächlich auch die gelbe gespielt schon? Die ist ja inhaltsgleich. Bis auf, dass der Pikachu folgt. Mit der blauen und der roten. Ja. Ja, okay. Aber du hast rot und blau gespielt. Ja. Ja, und ich habe mit der goldenen erst gestartet. Du wirst am Blick in den Abfalleimer erst leer. Das liebe ich auch, an alles hinzugehen und zu drücken. Das wird super. Weil irgendwo sind ja auch deine Items Pokebälle versteckt. Drin und so. Ja. Da steht eine Tasse mit einem Pokémon-Symbol. So, red mal aber mit der Mama. Aber wie halt die Tasse einfach so rumsteht, dass wir das Pokémon-Symbol nicht sehen. Das ist so schön und man hat halt nicht die freie Cam. Der Name ist der Hammer. Speckbohne wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Sie gibt uns gar nichts. Es gab mal eine Edition, hat sie mir eine Karte gegeben, ne? Ja, das war auch so in der, die ich kenne, in der Goldenen. Ach nee, hier war es, glaube ich, der Nachbar, wo du die Karte abholen konntest. Oder, ja, jetzt wo du sagst, vielleicht war das auch der alte Mann in der ersten Stadt in der Goldenen. Aber irgendwas hat die uns doch gegeben. Vielleicht ihre Telefonnummer, damit wir sie anrufen können. Oh Gott, das ist schön. Da oben geht's raus in nur Ratschratz. Und das Ding ist jetzt, schön. Wir sehen die Pokémon. Ne? Es gibt keine Zufallskämpfe mehr im hohen Gras. Das ist ja, das hast du mir schon erzählt im Vorfeld, aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Weil wenn dann der Bildschirm so rot blinkt und dann die ganz typische Musik, das ist... Also ich denke, das schaut wunderschön aus, ja. Oder? Also ein Pokémon, ich will eine Angel. Wo kriegen wir eine Angel, David? Eine Pokémon auf dem großen Bildschirm. Heieiei. Und halt nicht mit den neuen. Wir haben es ja schon ein bisschen jetzt am Ende von Tomb Raider gesagt, ne, mit, was hast du genannt, das fand ich sehr passend, mit Schraubi. Diese völlig an den Haaren herbeigezogene, wir brauchen jetzt unbedingt noch mehr Viecher und keiner hat mehr Bock, sich welche auszudenken. Und Übrigens, wenn der Spielsound euch ein bisschen zu leise oder zu laut ist, wir sind natürlich, wir nehmen das allererste Mal von Konsole auf. Oh ja. Und also, nicht nur außerdem, neues Spiel. Außerdem wird hier ja auch nichts geredet in dem Spiel. Das ist nicht vertont. Ja. So wichtig ist es nicht. Falls es jemanden stört, falls es zu laut oder leise ist, bitte ab in die Kommentare. Wir justieren nach eigenem Ermessen natürlich ständig nach. Genau, wir gucken sowieso uns den Scheiß auch nochmal an, den wir hier raushauen. Aber schreibt auf jeden Fall, denn uns war es jetzt wichtiger, euch von Anfang an gleich mitzunehmen, als jetzt erstmal ein Stündchen in das Spiel reinzuspielen. Und dann neu anzufangen. Ja, und dann also so zu tun, als würden wir den Inhalt nicht kennen und niemand glaubt uns das, weil wir das nie so rüberbringen können. Mag ich auch nicht, so sind wir auch nicht. Ne? Also nee, finde ich auch nicht gut. Aber ganz Lotte Marie, ich freue mich wie Bolle. Ich bin so froh. Ich habe ohne Scheiß. Und ich drücke mich heute halt auch gerade wieder original vorm Hausaufgaben machen. Ich habe morgen wieder Schule. Und es ist jetzt halt so ein... Ja, also den Abend wird Pokémon gezockt. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsis etwas besser zu verstehen. Mach's gut. Wenn das nicht der David ist. Oh, die Musik, oh, die Musik. Ich habe versprochen, Tier und Speckbohne, euer erstes. Es wird nie langweilig, Freunde, echt. Ich glaube, wir lachen in 100 Folgen noch hier drüber, weil wir das bestimmt 100 Folgen lang spielen, weil wir uns so drüber jetzt kommt freuen. Pikachu. Hallo? Ein williges Pikachu erscheint. Ich kämpfe jetzt aber nicht gegen Pikachu, ne? Man kann ja nicht nur, oder? Man kann nicht mehr kämpfen. Warte doch, man kann schon noch kämpfen, aber nicht zum Fangen, oder? Gegen Pokémon-Trainer kämpfst du. Ja. Gegen wilde Pokémon kämpfst du nicht mehr. Okay. Ja. So, jetzt muss ich mit meinem Joy-Con zielen. Ich hab keinen Arschloch. Okay, und den Screen. Schwinge nun den Pokéball, um zu werfen. Ja, David, das schaffst du. Das kennt ihr, ja, der eine oder andere wird das kennen, die meisten werden es kennen von Pokémon Go, ne? So. Der Sound ist der Hammer und das Fangen ist echt ganz witzig. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Pokémon nicht mehr auf 1-2 HP runterhauen muss.
Aber ja, das ist schon ein bisschen schade, das stimmt. Aber wenn das einer der wenigen Mankos ist, ne, dafür, dass wir jetzt ein nostalgisches, altes Spiel neu aufbereitet bekommen, also damit kann ich leben. So, Spitzname. Hast du das gemacht? Nein, nie. Ich auch nicht. Ich glaube, das Pikachu will da nicht drin bleiben. Oh, ein lebendiges Kerlchen, das ist aber schön gesagt. Was ist das? Das werdet ihr öfter hören. Oh ja, aber sowas von. Da guck mal, da ist Speckbohne. Nein, allein für den Soundtrack. Ich liebe die erste Generation von Pokémon. Ich glaube, ich hätte es mir jetzt auch nicht sofort geholt, wenn es nicht die erste Generation wäre. Nee, dann hätten wir auch, vielleicht hätten wir es uns dann noch gar nicht geholt, ne? Also jetzt so nächster neuer Abklatsch irgendwie. Weiß ich nicht, aber dadurch, es war jetzt völlig klar, das müssen wir machen. Okidoki. Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen, ne? Was da drinne ist. Welche Pokémon könnten das denn sein? In der gelben hast du kein anderes Start-Pokémon halt. Ach, da hast du gar nicht gewählt. Und jetzt hast du gesagt, ihr werdet das öfter hören. Jetzt habe ich die ganze Zeit versuche ich mich schon voll zurückzuhalten. Aber es klappt eh nicht. Es ist doch so. Ich werde ganz viel quietschen in diesem Let's Play. Du hast Pikachu als dein erstes Pokémon erhalten. Ja. Höchst ungewöhnlich. Ja, wir sind halt auch was ganz Besonderes. Aber ne? Dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Ja, scheiße wäre wär das. Mit meinem? Ja. Immer noch. Der kriegt jetzt Evoli. Heißt es im Umkehrschluss, hätten wir Let's Go Evoli genommen, hätte der Pikachu bekommen? Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Oh, schau mal, der läuft uns hinterher. Das Pikachu. Das ist ja süß. Oh, ja. Dann ist es immer dabei. Soll ich einfach gehen? Normal wird man doch jetzt zum... Jawohl! Ja. Wir können gar nicht einfach gehen. Speckbohne! Was ist das, Professor? Sag mal, Speckbohne ist wirklich so ein Streber-Typ, oder? Eieiei, regt er mich jetzt schon auf. Wir kriegen jetzt schon den Pokédex. Ist ja geil. Ja, Eich. Den kriegst du, den vollständigen Pokédex, oder David? Was sagst du? 151. Schnapp sie dir alle? Ja, ich habe ja gehört, man kann ja, vielleicht können wir auch irgendwie in der Freizeit nochmal vor die Tür gehen und das ein oder andere so fangen, ne? Dann schauen wir mal, wie da Pokémon Go noch so eine Rolle spielt. Unser eigener Pokédex. Der ist so scheiße, der Typ. Speckbude ist so ein Loser. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüssli, Müsli. Alles ist so schön. Hallo Mama. Oder der gefährliche Onkel im Wald. Wie heißt das Kleine? Ah, Pikachu. Ah. Eine Karte von meiner Mama. Wie schön. Ja.
jetzt laufen wir hier rum. Und was ist denn jetzt, Lotte? Ja, also das war doch jetzt, das war schon die erste Folge. Das, Wahnsinn. Wahnsinn, ich freue mich. Ich freue mich, dass das mit dem Aufnehmen so gut funktioniert. Ey. Für jeden, den es interessiert, werde ich dann nochmal die Streaming-Karte drunter posten, die wir uns jetzt geleistet haben. Ja, genau. Falls jemand das auch möchte. Oder der Meinung ist wie wir, dass das echt fantastisch funktioniert mit dem Ding. Ey, es ist super easy. Also ich habe insgesamt jetzt erst eine Stunde, glaube ich, rein versenkt. Wir haben in ja Testen, da habe ich mehr bei Tomb Raider gebraucht, um die richtige Grafikeinstellung zu finden. Ja, und jetzt haben wir eine ganz neue Hardware und es ging echt flott. Und also wenn das jetzt halb so gut ausschaut wie in-game hier, dann auf Platte. Ja, da bin ich aber mehr als begeistert. Und ich bin schon so drin. Ich habe jetzt so Lust. Es umgibt einen so richtig, ne? Die Nostalgie ist auf jeden Fall schon da. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon. Für das Ganze. Oh, nee, gar nicht. Nicht. Gar nee, nicht. Das, überhaupt nicht. Nein, das, mein Fehler. Das meine ich total ernst und das bin ich. Aber ich entschuldige mich jetzt schon, dass wir so inflationär das Wort Nostalgie in diesem Let's Play benutzen und werden. Speckbohne. Und Speckbohne, ja. Das vielleicht uns selbst schon das langsam. Schau mal, wie schön Ohren das hier gemacht ist. Das sind die ganz alten 8-Bit. Mit die Pixel. Pikachu unten. Mit die Pixel auch. Mit die Pixel. Das ist schön. Aber bevor wir jetzt zu weit ins Detail gehen, sage ich Tschüss, Ade und auf Wiedersehen. Tschüssli Müsli. Daumen, und Like, Abo. Sagt uns, was ihr vom Spiel haltet. Habt ihr Lust drauf? Seid dabei. Seid ihr gehypt, so wie wir? Habt ihr Bock? Und Let's Play, Matze, falls du uns siehst. Oh. Wir haben es doch getan. Wir haben es doch getan. Er hat sich's gewünscht. Ja? Er hat es drunter gepostet. Ich habe mal sein Video kommentiert. Oh. Falls du das zufällig sehen solltest, willkommen an Bord. Wie konnte ich das verpassen? Viel Spaß auf der Reise, die wir alle Zuschauer und wir zusammen jetzt. Unsere gemeinsame Reise. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.